Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zurück zu Runes of Magic. Und ja, wir wollen... Wow, das kannst du machen. Machen wir einfach den hier. Brauch ich nicht aufrecht. Da müssen wir die Finger schon. Wir wollen da jetzt hinlaufen zur Jeska. Aber die läuft auch nicht wirklich diesen... sagen. Läuft auf der Straße lang. Wir wollen jetzt zu Jeska. Da haben wir was abzugeben. Wir haben jetzt keinen Bock zu kämpfen. Musste erstmal eben kurz in der Aufnahmepause ein Schokobrötchen vernaschen. Sehr schön. Und ja. Deswegen freue ich mich, dass es jetzt weitergeht, dass wir jetzt hier Jeska haben. Hallo Jeska! Schüttelt dein wildes blondes Haar für mich. Endlich seid ihr hier! Aber meine Forschungspläne haben sich verzögert. Ach, ich habe nicht mehr die Kraft, mich zu ärgern. Ich führe gerade Forschungen durch, um herauszufinden, warum die Insekten aus der Umgebung des Hofes nicht von der Krankheit betroffen sind, die sich dort ausbreitet. Aber leider liege ich im Zeitplan zurück, besonders hinsichtlich der Probeentnahme der Stechflügellibellen. Da sie aggressiv geworden sind, habe ich nur tote Libellen gesammelt. Die für meine Forschung finden konnte. Aber vor kurzem kam eine Gruppe, die sich selbst Blutrote Karawane nannte, und hat meinen Hauptplatz zur Probeentnahme besetzt. Dadurch ist die Zahl der Proben, die ich sammeln konnte, deutlich geschrumpft. Bleibt doch mal stehen. Ihr könnt euch jetzt sicherlich schon denken, dass ich gerne eure Hilfe in Anspruch nehmen würde, oder? Ja, bleibt stehen. Damit ich meinen Zeitplan aufholen kann, benötige ich eine direkte Probe. Könnte dir helfen, einige Stechflügellibellen zu erledigen, um mir die Flüssigkeit zu bringen? Ja. Gut. Hat nicht Ah, da lasse ich schon eine. Muss man wieder 10 Stück von hauen. Oh, bist du tot? Ich nicht. So. Ja, wir sind auch vom Level schon ein bisschen zu hoch hier eigentlich. Aber wir wollen natürlich in diesem Let's Play alle Wege gehen, die nach Rom führen. Nein. Alles mitnehmen und groben, was wir hinkriegen, alleine. Das eine oder andere werde ich vielleicht nicht hinkriegen. Alleine. Das weiß ich selbst. Ich meine, dass ich mir dann Hilfe holen muss. Versuchen muss. Ich finde dich nicht hübsch. So, ja, vielleicht muss ich irgendwann auch mal mit irgendeiner Gilde vielleicht in Kontakt treten oder so. Ich habe keine Ahnung. Hier. Wir müssen die immer noch töten, nebenbei. Weil sie immer noch Informationen haben können für sie, zu diesen Büchern. Das ist echt schon immer eine nervige Quest gewesen. Ja, also, ja. Haut uns danach. So, du bist das. So. Die brauchen wir alle nicht. Dann nehmen wir lieber was mit, was uns ein bisschen Geld bringt. So, wir müssen ja die ganzen Banditen hier killen. Für diese blöden Seiten. Ich werde mal nachher, wenn wir mal wieder in der Stadt sind, mal zum Auktionshaus gehen, gucken, ob wir da vielleicht das eine oder andere kaufen können. Wenn wir mit den Quests ein bisschen durch sind.
Also ich hätte so 3-4 Parts aufnehmen. Also nicht mehr so viel auf Vorlauf. Habe ich mir überlegt. Dass wir die so ein bisschen aktueller auf die Dings eingehen können. Auf die Kommentare. Hey, du da? Mario? Nee. Was willst du denn hier? So. So, das gerade? Keine Ahnung. Ah, ja, stimmt. Dieser Nübelbegleiter, ja, auch wenn er nervig ist oder so, der heilt einen manchmal so zwischendurch. Habt ihr ja gerade gesehen, ne, wie meine Lebenspunkte hochgegangen sind. Stimmt mit Ömit. Machen wir ja manchmal. Naja, das war cool. Lass uns mal hier rüber gehen, damit wir das hier abschließen können, weil den verdienten Oberlümmel, den kriegen wir nicht hin. Machen wir auch zu wenig Damage und halten es nicht aus. Werden wir uns später drum kümmern. So. Genau, da oben ist er. Ach, ich komme nicht rüber. Und von daher. Naja. Oh, Mädel, lauf nicht weg. Du willst es doch auch. Quest abschließen. Ich habe zwar meine Zeit mal wieder eingeholt, aber mein erster Bericht ist trotzdem verspätet. Seid ihr auf dem Weg zur Pershof? Falls ja, könnt ihr den Bericht für mich überbringen. Geht einfach zur Winsel. Ihr kennt ihn doch, oder? Jo, jo. Wir nehmen... Also, wir können auch nicht nehmen, wir müssen erst. Genau. Das heißt, wir müssen jetzt zum Pershof zurück. Das machen wir jetzt auch. Weil. Ich weiß gar nicht warum. Also, das erste Buch haben wir fast fertig, sich gerade. Da findest du noch eine Seite. Hier noch alle. Oh, was ist das? Ey, wir brauchen irgendein Reittier. Schade, dass mein alter Account nicht mehr funktioniert. Da habe ich echt einiges gehabt, dass er gelöscht wurde. Winslow, komm her, ja. Du Schlumpf. Jaskars Bericht. Großartig, Jaskars Bericht ist endlich da. Darin wird erwähnt, dass ihr dabei geholfen habt, einige Proben zu erlangen, sodass unsere Forschung wieder nach Zeitplan verlaufen können. Wir stehen dafür in eurer Schuld. Wir können es aussuchen, entweder ne, wir nehmen hier die weichen Stiefelchens. Weiche Stiefelchens sind wo? Da? Ja. 13, 9, 7, ja, dann tauschen wir natürlich. 4 Verteidigungen mehr und noch ein bisschen Lebenspunkte. Aber 4, 6 auf 35, jetzt können wir es auf jeden Fall machen, jetzt macht Sinn. Bei magisch angefangen wir eh nicht. Geil. So, das haben wir hier hinten. Waran das natürlich einiges. Da werden wir jetzt auch hingehen, Leute. Weil, da machen wir es außerhalb von. Noch mehr Quests annehmen. Nee. Wir holen uns erstmal ein Reittier. Hänge ich mal vorbei. Weil halt, das ist einfach zu. Jawohl. Quests abgeben. Ja, doch, das kann ich auch machen. Ja, machen wir das auch so, ja. Brauchen das gar nicht so. Ach, ich habe eine andere Idee, was? Kostet ein bisschen Geld, glaube ich, oder so. Zum Sturobold gehen.
Wollen wir mal. Da haben wir auch gleich die Möglichkeit zu verkaufen. Ui, ist echt nicht schlecht. Also die gesamte Idee. Gar nicht mal so dumm. Weil ihr weiß ja auch auf jeden Fall gleich, wo alles ist. Da können wir vielleicht mal dieses ganze Bücher-Schnickschnack da von den Dings. Schlitz da auch noch nicht schlecht. Den ganzen Schnickschnack einfach gleich kaufen. Oh, jetzt sind wir Quest, ne? Ah. Andre, ihr kommt genau zur richtigen Zeit. Seit kurzem leidet die Einheimische namens Agnes unter einer seltsamen Krankheit, die sie schlecht schlafen lässt. Jeden Tag kommt sie zu mir, damit ich ihr helfe. Die Heilmittel, die ich ihr verschreibe, beruhigen ihren Geist zwar vorübergehend, aber die Krankheit wird ihren Körper angeblich schädigen, wenn sie nicht bald geheilt wird. Ich habe allerdings festgestellt, dass die Wurzel Problems in Verbindung mit der Mondklamm steht. Und daher wären Abenteurer wie ihr viel nützlicher als ein alter Doktor wie ich. Das sucht Agnes auch. Dann machen wir. Warum? Will ich euch auch gleich zeigen, weil wir ja alles verkauft haben und so weiter. Ja. Habt ihr jemals Verstecken gespielt? Das macht eine Menge Spaß, aber es ist so schade, dass es nicht mehr Kinder und Loga gibt. Ich bin derjenige, der sucht. Ich könnte Ray und Peter nicht finden. Aber Ray ist hat bereits nach Hause gekommen und jetzt ist er böse, weil Ray nicht da ist. Könnt ihr Ray für mich suchen? Ja. Machen wir auch noch. Also zum Waffenschmied. So, wir mal gucken. Das kann ich. Das kann ich. Das. Oh. Wachposten sind besser als die, die wir ran haben. Gucken wir uns natürlich auch den Wert an. 349. Kann nicht benutzt werden, weil es Kette ist. Ein Fehler. Verkaufen. Das kann sich. Das geht auch weg. Das kann weg. Das Schwertchen kann weg. Die Schüchen können weg. Der Gürtel geht weg. Der Gürtel auch weg. Was haben wir im Umhang? Ja, das ist auch weg. Dann nehmen wir auch die Hosen weg. Oberteil weg. Die Schuhe weg. Die Handschuhe, wollen wir vielleicht. Ne, warten, oder? Aber was machen dran? Lohnt sich das? Weg. Machen wir. Das ist auch erledigt. So. Moment. Reparieren wir natürlich. 69 alles repariert. So, was wollten wir noch machen? Wir wollten einen Teilmeister aufsuchen. Nein. Naja. Ja. So, dann. Zack, zack. Das haben wir für 3 Stunden wenigstens ein Gaul. Nicht für 1 Stunde, 2 Stunden sogar. 3.000 wurde ausgegeben. Wir haben 72.000. So. Ach ja, Agnes Babe. Hey. So, abgeschlossen. Hat der erfahrene Arzt euch davon erzählt? Ihr scheint vertrauenswürdig zu sein. Also gut, bitte bitte ich euch, mir zu helfen. Jede Nacht höre ich ein tiefes, seltsames Geräusch, als würden sich viele Schlangen in der Nähe herumschlängeln. Dann höre ich ein Geräusch von wilden Bestien, die in etwas beißen. Ihr könnt euch vorstellen, dass mir das Angst macht und ich kaum schlafen kann. Eines Nachts, als ich nicht schlafen konnte, bin ich aufgestanden und etwas herumgelaufen. Ich sah einen merkwürdigen Schatten, der diese Geräusche ausstieß und dann in Richtung Mondklamm davon huschte. Später fragte ich ein Mitglied des Auge der Weisheit darüber und er sagte, dass im Mondklamm eine seltsame magische Aura bemerkt wurde.
Eine sehr ungewöhnliche. Ich nehme an, dass sich dieser Schatten dort verbirgt. Ich bin alt und mag wie eine Lappalie erscheinen, aber nicht gut schlafen kann. Aber ich fürchte, solange sich dieser Schatten im Mondland versteckt, werde ich nicht ruhig schlafen können. Wenn jemand dieser alten Dame helfen könnte und so weiter und so fort. Es gibt auf jeden Fall eine stattliche Belohnung. Ich nehme die Quest auch an. Mittelfinger. Kommt man auf solche Namen? Mittelfingermaus. Außen. Ja, gut. Wir öffnen das mal. So, wir brauchen Legenden von Taborea. Das ist echt nicht teuer. Das machen wir auf jeden Fall. Wir brauchen Seite 23. Die gibt es natürlich nicht. Auch da. Ja, her damit. Habe jetzt für alle 23 gekauft, sehe ich, aber es wäre gerade auch egal. So, dann brauchen wir Seite 1, 2, 3. Gibt es nicht. Seite 1, 2, 3, 4. Die 4 haben wir, die 5, 6 und 10. 5, 6 und 10. So, dann haben wir hier als nächstes die 14 und die 16 fehlen. 14, 16, alles was über ist, stelle ich wieder rein, ist ja klar. So, jetzt weiß ich nicht mehr genau, wie viel ich jetzt genommen habe. So, deswegen machen wir das aber. Nymphchen. Halbling. Okay. So, öffnen wir. Einkommen durch Auktion. Gegenstand Gildenrune wurde auf der Auktion verkauft. 600 Gold. Nehmen wir. Muss man bezahlen. 9.339. Ne, 9.390. So. Sehr schön. So. Seht ihr, ich habe ein paar Tage nicht gespielt. So. Gegenstand Spinnengift wurde auf der Auktion verkauft. 141 mussten wir bezahlen. 2204 haben wir bekommen. Dann haben wir Kälteruhren verkauft. 2163 bekommen. Dann Bergteufelgras. Haben wir 4699 bekommen. Dann haben wir Weidenholz verkauft. 2819 bekommen. Dann haben wir Weidenholz nochmal für 3.759 bekommen. Dann haben wir rote Beete verkauft, haben wir 9.390 bekommen. Und hier haben wir nochmal Glockenholz verkauft für 939. Jo. Ja, kann man das nicht irgendwie anders machen? Lass sich irgendwie mit alles entlösen oder so. So, machen wir mal schnell. Zack. Zack. Ach ja, ist das südliche Fahren? Nee. Das sind alles so Sachen, die wir mal reingestellt haben. Nicht alles kann man mal verkaufen. Von daher. Gut. Ich werde das hier noch so ein bisschen weiter rumprobieren und machen und so. Gerade haben schon wieder 20 Minuten auf Tacho gleich. Ich bedanke mich auf jeden Fall recht herzlich fürs Zusehen. Und hoffe, euch hat es trotzdem Spaß gemacht. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Wenn ich das hier mit dem Auktionshaus fertig habe und so weiter. Und so weiter und so fort. Auf jeden Fall danke, ciao, ciao und bis zur nächsten Folge.